Und was auch immer, liebe Bürgerinnen und Bürger in Hamburg, sonst so gehört oder gesagt oder geschrieben wird. Vertrauen Sie darauf, die Impfung schützt und wir müssen eine hohe Impfquote erreichen, wenn wir einen Ausweg aus der Pandemie finden wollen. Für mich steht hier also fest, er wird beim Lügen erwischt und lügt hier einfach ganz dreist weiter. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind hier heute im Hamburger Rathaus. Hier war gerade die Landespressekonferenz und ich war mal wieder hier, weil Herr Tschentscher dabei erwischt wurde, wie er, ich sag einfach mal, dabei erwischt wurde, die Zahlen halt ja sehr frei zu interpretieren. Da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, hier mal nachzuhaken. Was da genau passiert ist, seht ihr in diesem Video. Leider ist hier dieses Video jetzt auf meinem Zweitkanal, beziehungsweise nur bei Odyssey, weil mein Hauptkanal gesperrt ist. Ihr wisst ja, wie es bei YouTube ist, sobald man da mal was sagt, was der WHO widerspricht, dann sind das dann gleich medizinische Falschinformationen. Insofern schaut euch auch gerne mal das Video von der Demo an, ich verlinke das hier und sagt einfach mal selbst, ob da für euch medizinische Fehlinformationen dabei sind. So, jetzt aber hier erstmal zur Landespressekonferenz. Viel Spaß dabei. Wenn du dich jetzt wunderst, dass du mich hier auf meinem Hauptkanal siehst, dann wundert mich das genauso, weil YouTube hat mir eigentlich gesagt, ich bin für 14 Tage gesperrt, ich kann jetzt trotzdem Videos hochladen. Ist ja auf jeden Fall eine gute Nachricht. Wir wollen auch direkt loslegen, also bevor wir hier zu der Pressekonferenz von Herrn Tschentscher im Hamburger Rathaus kommen, muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Und zwar, wir sehen ja seit Monaten, dass man uns immer wieder einredet, es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften. Das ist auch weltweit so. Wir wollen einfach mal reinschauen. Was wir gerade sehen, ist eine Pandemie der Ungeimpften. Was wir im Moment erleben, ist eine Pandemie der Ungeimpften. This is becoming a pandemic of the unvaccinated. This is a epidemic or a pandemic of the unvaccinated. The pandemic of the unvaccinated. A pandemic for the unvaccinated. It's a pandemic of the unvaccinated. We're still in a pandemic of the unvaccinated. Oder wir haben jetzt auch hier Herrn Söder, der gesagt hat, leider nehmen die Corona-Infektionen gerade bei Ungeimpften dramatisch zu. Das unterstreicht er dann hier mit diesen Inzidenzen. Bei Geimpften liegt es dann nur bei 110 Personen, bei Ungeimpften knapp bei 1500. Das sieht natürlich ganz, ganz dramatisch aus. Da muss natürlich direkt was gemacht werden. Das Gleiche haben wir auch bei Herrn Tschentscher in Hamburg. Da schauen wir mal rein, was er hier sagt. Sie sehen noch einmal, das sind die aktuellen Daten der letzten Kalenderwoche. Von unseren 3.452 Neuinfektionen in dieser Kalenderwoche sind über 90% Infektionen. Hier auch wieder 90% der Ungeimpften, das ist ja ganz, ganz schlimm, aber dass diese Zahlen nicht schlüssig sind, das ist schon seit Monaten bekannt. Dazu hier einfach mal exemplarisch ein Artikel aus dem Spiegel. Hier steht dann, Hamburg beschließt 2G und rechnet die Inzidenzen falsch. Wenn wir hier mal schauen, da sehen wir auch hier, leider sind die Zahlen, die die Stadt präsentiert, nicht schlüssig. Die zuständige Sozialbehörde hat eine diesbezügliche Anfrage des Spiegel nicht beantwortet. Doch wenn die Stadt auf Basis fragwürdiger Zahlen neue Regeln einführt, ist das mindestens bedenklich. Und das, wir schauen noch mal ganz kurz, das war am 26.18., also im August. Also, obwohl man da unzuverlässige Zahlen haben, die auf dem ersten Blick eigentlich nicht wirklich schlüssig sind, wo viele namhafte Medien immer nachgefragt haben, wo die gesagt haben, hey, da kann doch was nicht stimmen, das ist doch nicht schlüssig. Aufgrund dieser Zahlen hat man dann einfach das 2G-Optionsmodell erst in Hamburg eingeführt, dann halt auch die 2G-Pflicht, das wird dann alles auf Deutschland ausgeweitet. Mit solchen Zahlen kann man natürlich dann gut Panik verbreiten, kann da auch den Druck auf die Ungeimpften weiter erhöhen. Man kann die Geimpften auch so damit einspannen, dass sie ja sozusagen in ihrem Umfeld die Ungeimpften so ein bisschen anhalten und sagen, hey, lass dich doch mal impfen, guck mal, das sieht doch ganz schlimm aus hier, die Inzidenzen bei euch Ungeimpften, die ist doch so hoch. Merkel hat ja auch schon im Dezember dazu aufgerufen, dass man mit seinem Umfeld über die Impfpflicht spricht. Wir schauen hier mal rein. Ich bitte auch von dieser Stelle heute noch einmal alle Freunde, Bekannten, Familienmitglieder, die vielleicht schon geimpft sind, in ihren Freundeskreisen und Familienkreisen, Sportvereinskreisen dafür zu werben, dass
andere sich auch impfen lassen, weil es einfach ein Schutz für uns alle ist. Nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für uns alle. Also wir tun etwas für uns, jeder für sich. Aber wir tun eben auch etwas für diejenigen, die nicht geimpft werden können. Seien es Kinder, die noch gar kein Impfangebot haben. Seien es Menschen, die so vorerkrankt sind, dass sie nicht geimpft werden können. Und insofern ist es also auch ein Beitrag für die Gemeinschaft, den jeder Einzelne leisten kann. Ja, das war am 10. August. Insofern seid alle solidarisch, redet mit euren Leuten im Umfeld, macht Werbung für die Impfung, seid solidarisch und seid nicht wie die Ungeimpften hier irgendwie Volksfeinde oder irgendwas. Wir wissen ja, Gemeinwohl geht vor Eigenwohl oder wie heißt es, du bist nichts, das Volk ist alles. Falls dich da mal jemand fragt, warum du dir noch nicht den Heiligen Pieks geholt hast, dann kannst du ja diesen Witz bringen. Was haben ein Geimpfter und ein Ungeimpfter gemeinsam? Beide sind niemals vollständig geimpft. Auf diesen Witz wird man euch dann wahrscheinlich antworten, dass, was Herr Spahn und Herr Lauterbach immer sagen, dass wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters jeder geimpft, genesen oder gestorben sein. Das heißt, wenn du dich nicht impfen lassen willst, dann wirst du Corona bekommen, Herr Drosten hat das ja auch immer wieder gesagt, dann wirst du Corona bekommen oder du wirst im schlimmsten Fall sogar dran sterben. Also ganz, ganz schlimm, lass dich bloß impfen. Das Gleiche hört man auch von der Regierung in den USA. Wir schauen mal rein hier auf der Seite des Weißen Hauses. Da steht, den Ungeimpften steht ein Winter mit schweren Krankheiten und Todesfällen bevor. Für sie selbst, für ihre Familien und für die Krankenhäuser, die sie bald überschwemmen werden. Insofern, hier wieder Panik Level 1000. Lasst euch bloß impfen. Nur die Impfung ist, wie gesagt, die Rettung der Heilige Pieks. Den darf auch nicht widersprochen werden. Hier übrigens auch nochmal ein sehr schönes Video über die Impfung als Heilige Kommunion. Das blende ich hier nochmal ein. Und wir wissen ja auch von solchen Videos des Gesundheitsministeriums, wie schlimm Corona ist. Zuerst dachte ich mir, warum soll ich mich impfen lassen? Corona wird halb so schlimm sein, bis ich selbst dran erkrankt bin. Der Verlauf war so heftig, ich lag eine Woche lang nur auf der Couch. Ich habe nichts mehr machen können. Ich war einfach nur K.O. Ich hatte keinen Bock, es nochmal zu erleben und habe mich impfen lassen. Wir sehen also ganz, ganz schlimm, du kannst, wenn du es bekommst, dann kannst du als junger Mensch eine Woche auf der Couch verbringen. Das ist natürlich, wie gesagt, da ist die Impfung die einzige Lösung. Ich darf ja hier auch nicht groß was zu der Impfung kritisch sagen. Ihr wisst, bei YouTube wird dann ganz schnell alles gelöscht wegen medizinischen Fehlinformationen. Naja, auf jeden Fall, wenn man schon die ganze Zeit immer sagt, dass es jetzt hier eine Pandemie der Ungeimpften ist, dann denke ich mir, als Politiker oder beziehungsweise im Gesundheitsministerium und in den ganzen Rathäusern müsste man eigentlich sagen, diese Zahlen mit 90% Ungeimpften, die sich da infizieren, man muss sie einfach mal plausibilisieren. Also ich habe ja früher auch selbst in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, wo man ganz viel mit Zahlen zu tun hat. Und da war eigentlich immer so das Wichtigste, dass man sagt, hey, wir wollen mal schauen, ob diese Zahlen so Pi mal Daumen stimmen. Da ging es halt immer um Plausibilisierung. Und wie kann man diese Zahlen der Pandemie der Ungeimpften plausibilisieren? Man kann zum Beispiel schauen, was Herr Drosten hier im Zeit-Interview gesagt hat. Es gibt im Moment ein Narrativ, das ich für vollkommen falsch halte. Die Pandemie der Ungeimpften. Wir haben keine Pandemie der Ungeimpften, wir haben eine Pandemie. Er hat hier übrigens auch gesagt, die Delta-Variante hat leider die Eigenschaft, sich trotz der Impfung zu verbreiten. Nach 2-3 Monaten beginnt der Verbreitungsschutz der Impfung zu sinken. Wie heißt es immer so schön? Die Geimpften sollen davon überzeugt werden, dass die Impfung nicht gut genug wirkt und dass sie sich boostern lassen. Und die Ungeimpften sollen davon überzeugt werden, dass die Impfung toll wirkt und dass sie sich die Impfung holen. Wir sehen hier wieder ganz, ganz viele Widersprüche und von denen werden wir hier gleich noch viel, viel mehr sehen. Oder wir sehen ja auch den Lancet, der laut Wikipedia eine der ältesten und renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt ist. Die sagen hier, dass die epidemiologische Relevanz von Geimpften immer weiter zunimmt und verweisen darauf auf England. Auf die Zahlen aus England werden wir später nochmal genau drauf eingehen. Wollen wir dann erstmal nach Bayern schauen.
Ja, der Verdacht, dass die Zahlen der Ungeimpften nicht stimmen, der hat sich dann jetzt erhärtet bzw. wurde bestätigt. Dazu schauen wir einfach mal hier rein, was die Welt schreibt. Hier Pandemie der Ungewissenheit, hier wieder von Tim Röhn, wie viele wichtige Artikel bei Welt ist der hinter der Bezahlschranke. Auf jeden Fall ist dabei herausgekommen, Bundesländer hantieren bei der Ausweitung der Inzidenzen von Ungeimpften mit unbrauchbaren Zahlen. Auf jeden Fall ist dabei herausgekommen, dass in Bayern bei knapp 70% der Infizierten der Impfstatus nicht bekannt ist und den Ungeimpften zugerechnet wird. Wir schauen auch mal hier rein. Hier ist wieder die Grafik, die ich gerade schon gezeigt habe. Jene Behörde, die diese Daten erfasst, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, kennt offenbar oft gar nicht den Impfstatus der Infizierten. Da sehen wir hier, bei 57.489 Fällen sei der Impfstatus unbekannt. Hier ist das nochmal grafisch dargestellt worden, hier bei Henning Rosenbusch, bei Telegram. Hier auch nochmal, wer nicht bei Telegram ist, bei Telegram werden die wichtigen Informationen alle zensurfrei verbreitet. Mir da unbedingt bei Telegram folgen, ihr werdet sehen, ich werde hier wieder ganz viele Telegram-Beiträge zeigen. Wir schauen hier einfach mal rein, das ist hier Henning Rosenbusch, soweit ich das sehe, hat er die Grafik erstellt. So wird uns das präsentiert, dass wir 88,2% Ungeimpfte haben und ein kleiner Teil nur geimpft sind. Aber wenn man sich das tatsächlich anschaut, sehen wir, dass hier bei 70% der Status unbekannt ist. Und wenn man das dann darstellt, dann sieht das schon mal ganz anders aus, ist auf jeden Fall sehr unlaut, solche Zahlen zu benutzen und mit solchen Zahlen von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen. Auf jeden Fall weist hier der bayerische Gesundheitsminister jede Schuld von sich. Da sagt er hier, man kann in keinster Weise von Täuschung sprechen. Von Täuschung könnte nicht die Rede sein, aber es sei auch nicht alles optimal gelaufen. Herr Söder hat natürlich ganz schnell reagiert und hat dann den Chef dieser Behörde ausgewechselt. Hier sehen wir dann auch, Martin Hagen ist ein FDPler. Er sagt hier, ein Bauernopfer reicht nicht, die Regierung muss endlich die umstrittenen Zahlen offenlegen. Hier sehen wir dann, dass für den Generalsekretär der CSU reiht sich dann dieser FDPler, Martin Hagen, reiht sich dann direkt mit so einer Frage nach den richtigen Zahlen in die Reihe der Verschwörungstheoretiker ein. Hier formieren sich nicht mehr freie Demokraten, sondern faktenfreie Demokraten. Das ist also das, was Sie immer wieder sehen. Wer nach Fakten fragt, wird dann direkt in die rechte Ecke gestellt. Hier hatte Tim Röhn dazu auch noch einen Artikel geschrieben. Kritik an Lockdown-Maßnahmen üben. Vorsicht, das hat auch schon die AfD gemacht. Verärgerung über Grundrechtsverlust. Oh oh, ein ganz heißes Pflaster. Zu viel Panik, zu viel Alarmismus sehen, das machen doch schon die Querdenker. Lieber nicht laut sagen. Masken weglassen, wie in Schweden, du Corona-Leugner. So läuft es also in dem freisten Deutschland, das wir je hatten, dass jeder, der da irgendwie berechtigte Fragen oder Punkte aufbringt, der wird direkt in die Ecke gestellt. Oder sogar noch viel schlimmer, wir können ja mal ganz kurz in diese Übersicht reinschauen. Wie heißt es immer so schön? Idi Amin soll ja auch gesagt haben, we can guarantee freedom of speech, but not freedom after speech. Also, wir gewähren dir Redefreiheit, aber nicht, dass du noch danach weiter frei bist und irgendwelche Konsequenzen für deine Äußerung da zu tragen hast. Ja, wie gesagt, Herr Söder und Herr Tschentscher sind mit diesen Zahlen besonders aufgefallen. Insofern ist es jetzt genauso in Hamburg auch gekommen, dass da rausgekommen ist, dass die Zahlen vorne und hinten nicht stimmen. Bevor wir aber hier auf Herrn Tschentscher ein bisschen genauer drauf eingehen, möchte ich euch einfach mal hier einen kleinen Ausschnitt aus der Landespressekonferenz vom 29. Juni zeigen, wo ich Herrn Tschentscher damals schon mit den Unstimmigkeiten bei den Intensivbetten konfrontiert habe. Schauen wir hier mal rein. Weil der Bundesrechnungshof jetzt diesen Skandal sozusagen, dass da was mit den Betten nicht stimmt, offengelegt hat, habe ich mir gesagt, ich gehe nochmal in die Pressekonferenz zu Herrn Tschentscher und hake da nochmal nach. Herr Tschentscher, ich habe Sie bei der LPK am 31.03. auf die Unstimmigkeiten bei den Intensivbetten angesprochen. Daraufhin haben Sie meine Frage als brandgefährlich zurückgewiesen. Mittlerweile hat der Bericht des Bundesrechnungshofs die falschen Zahlen bei den freien Intensivbetten bestätigt. Darauf hat Sie das Bundesgesundheitsministerium bereits im Januar hingewiesen.
Meine Frage lautet also, wenn Sie wussten, dass die Zahlen der freien Intensivbetten unzuverlässig sind, warum haben Sie dann auf Basis dieser Zahlen und den Warnungen der Intensivmediziner den Lockdown noch weiter verschärft? Ich bleibe hier immer bei der Wahrheit und die Wahrheit lautet, in Hamburg gab es eine bedrohliche Zuspitzung der Zahl der Intensivpatienten. Da brauche ich keine Zahlen vom Bundesrechnungshof. Da lohnt ein Besuch auf einer Intensivstation, ein Gespräch mit einem Intensivmediziner. Wir sehen also hier, wenn man ihn öffentlich damit konfrontiert, dass er nachweislich aufgrund von unzuverlässigen Zahlen den Lockdown noch weiter verschärft hat und noch weiter verlängert hat, windet er sich raus und kommt dann irgendwie mit anekdotischer Evidenz. Und natürlich bleibt er immer bei der Wahrheit. Und wie er immer bei der Wahrheit bleibt, wollen wir uns jetzt bei dem aktuellen Fall dann nochmal genauer anschauen. Hier hat Tim Röhn wieder drüber geschrieben, bei der Welt leider wieder hinter der Bezahlschranke, die grob falsche Zahl der Ungeimpften in Hamburg. Über Monate behauptete der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher, 90% der Corona-Infizierten seien Ungeimpfte. Nun musste die Behörde Zahlen vorlegen, die ein ganz anderes Bild zeichnen. Als erstes Bundesland führte der Senat ein striktes 2G-System ein. Tschentscher forderte zudem öffentlich die Ausweitung auf die gesamte Bundesrepublik. Doch nun wird klar, die Zahlen, mit denen der Regierungschef Politik machte, sind offenbar gänzlich falsch. Seine Behauptung mit den Fakten nicht in Einklang zu bringen. Ja, insofern, wen nennt man das so schön postfaktisch Fake News verbreiten? Das machen doch eigentlich immer nur die rechten Hetzer, oder? Ich meine, hier also wurde Herr Söder, wurde Herr Tschentscher, die werden alle dabei erwischt, wie sie Fake News verbreiten, oder was ist das jetzt hier? Die FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Anna Elisabeth von Treusfeld-Vohwein wurde hellhörig, als Welt Anfang Dezember berichtete, dass in Bayern und Hamburg der Impfstatus bei den Inzidenzaufschlüsselungen in Geimpfte und Ungeimpfte in vielen Fällen nicht bekannt ist. Noch frappierender, die Zahlen der Kalenderwoche 45, über die Tschentscher sagte, in 90% der Fälle seien Ungeimpfte infiziert. Tatsächlich war in 63,2% der Fälle der Impfstatus unbekannt. 22% waren geimpft und jene, von denen man mit Sicherheit sagen konnte, dass sie ungeimpft waren, 14,3%. 14,3 statt 90%, wie lässt sich das erklären? So, hier nochmal die Tabelle, wie der Senat dann die Zahlen immer vorliegen hat. Hier heißt es dann, der FDP-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Kubicki bemängelt die miserable Covid-Datenlage in Deutschland seit Monaten. Im Fall der Hamburger Inzidenzausweisung geht er nicht von einem Versehen, sondern von Absicht aus. Ja. Das sind also mal harte Anschuldigungen, harte Unterstellungen hier. Absicht. Wir schauen einfach mal weiter rein. Wenn wir uns die Faktenlage anschauen, wird das Bild hier ein bisschen klarer. Nochmal ganz kurz zu Kubicki. Kubicki, wie wir gerade gelesen haben, der bemängelt die miserable Covid-Datenlage in Deutschland seit Monaten. Aber wenn wir uns jetzt hier anschauen, da wurde am 10. Dezember für die Impfpflicht in der Pflege beraten bzw. abgestimmt. Und da sehen wir, Herr Kubicki hat dafür gestimmt. Also wie macht das Sinn, dass Kubicki einerseits sagt, die Zahlen stimmen vorne und hinten nicht und das seit Monaten angeblich, dann aber doch für eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal stimmt. Insofern, wo sind da die Liberalen? Aber das meiner Meinung nach ist die FDP das seit langer, langer Zeit nicht mehr. Jetzt, wo es drauf ankommt, sieht man Opportunismus und Fähnchen im Wind ohne Ende, aber so ist es halt mit unseren Politikern. Kubicki spricht sich zumindest gegen eine allgemeine Impfpflicht aus, aber er wird hier davon auch in die Rechtsaußenecke von Markus Söder gestellt. Wie gerade schon gesagt, alles, was da irgendwie kritisch ist, wird heute in die rechte Ecke gestellt. Insofern, wer da nicht in die rechte Ecke gestellt wird oder noch nicht wurde, der muss irgendwas falsch gemacht haben in der heutigen Zeit. So, hier nochmal Tim Röhn. In einem Artikel unter anderem zu der Pressekonferenz, wo ich war. Ja, was in der Pressekonferenz gesagt wurde, da gehen wir gleich drauf ein. Hier nochmal die Hamburger FDP-Politikerin Treuenfels froh sein. Sie sagt hier, ein Regierungschef muss, bevor er Inzidenzen zur Begründung von Grundrechtseingriffen heranzieht, die Validität dieser Zahlen überprüfen lassen. Ja, entweder überprüfen lassen oder, wie gesagt, einfach nur seinen gesunden Menschenverstand einschalten. Dann sieht man schon, dass die Zahlen vorne und hinten nicht stimmen kann. Es sei denn, man hat andere Absichten. Tschentscher
kann das natürlich überprüfen lassen oder er schaltet einfach mal selbst den vernünftigen Menschenverstand ein oder den gesunden Menschenverstand, so heißt es. Und wie schon gesagt, da sieht man gleich, dass das von und nicht plausibel ist. Zumindest sollen jetzt die Daten aufgearbeitet werden, dann sollen rückwirkend valide Zahlen zu den Kalenderwochen 35 bis 45 genannt werden. Bis Ende des Jahres, so Tschentscher, könnte es soweit sein. Das wurde also in der LPK, in der Landespressekonferenz gesagt, da aber gleich noch mehr zu. So, ich will ja nochmal betonen, wie wichtig das hier gerade ist. Wie gesagt, Herr Söder und Herr Tschentscher wurden dabei erwischt, dass sie auf Grundlage von total unzuverlässigen Zahlen, die vorne nicht stimmen, was sie eigentlich direkt hätten sehen müssen, haben sie die Grundrechte für Ungeimpften eingeschränkt. Das heißt, diese 2G-Regeln müssten jetzt sofort zurückgenommen werden. Herr Söder und Herr Tschentscher müssten direkt zurücktreten. Eigentlich müsste sich auch die ganze Presse da drauf stürzen und da nachhaken, wie das bei der Hamburger Pressekonferenz geschehen ist. Das sehen wir gleich nochmal. Und natürlich, was mit diesen Zahlen auch überhaupt nicht begründbar ist, ist eine Impfpflicht. Wollen wir uns nochmal anschauen, was der Mann der Zahlen, wie Herr Tschentscher hier vom Redaktionsnetzwerk Deutschland genannt wird, im Bildverhör gesagt hat. Hier sehen Sie, haben Sie uns alle belogen, Herr Bürgermeister Peter Tschentscher im Bildverhör. Natürlich wieder hinter der Bezahlschranke. Das hier ist übrigens Markus Arndt, der ist mir in der Pressekonferenz schon mal positiv aufgefallen, dass er ja da relativ kritische Fragen gestellt hat. Schauen wir hier mal rein. So, da fragt er hier, wie kommen Sie dazu, tausende ungeklärte Infektionsfälle Ungeimpften zuzuordnen? Da antwortet Tschentscher, das wird derzeit aufgeklärt. Eine Ursache scheint der Einsatz von verschiedenen IT-Systemen zu sein, die unterschiedliche Kategorien zum Impfstatus vorsehen. Hinzu kam, dass die stark steigende Zahl an Infektionen nicht mehr schnell genug eingestuft werden konnte. Deshalb wurde die Berichterstattung dann auch gestoppt. Also wir sehen, wir haben sehr viel Glück gehabt. Es war dann nur eine Datenpanne. Es kann natürlich nicht sein, dass Herr Tschentscher die Hamburger belogen und betrogen hat. Vor allem auch nicht, nachdem der Spiegel da im August schon nachgehakt hat, dass diese Zahlen nicht schlüssig sind. Man hat da ja, wie wir gelesen haben, auch die Pressekonferenz oder die Presseanfrage nicht beantwortet. Ich meine, ist ja auch nur der Spiegel, den ich übrigens auch noch nie in der Pressekonferenz gesehen habe. Das nur mal nebenbei. So, jetzt fragt man hier direkt, das gefällt mir ganz gut, haben Sie die Öffentlichkeit bewusst belogen, um Impfdruck aufzubauen? Herr Tschentscher, nein, auf keinen Fall. Die dringende Empfehlung zur Impfung beruht auf zahlreichen Studien und eindeutigen Fakten. Herr Tschentscher mal wieder, er beruft sich hier auf zahlreiche Studien und eindeutige Fakten, genauso wie die Zahlen halt auch mal ganz, ganz klar sind. Wir sehen auch nachher nochmal, wie oft Herr Tschentscher sich immer auf die Wissenschaft, auf die Wissenschaft beruft. So, geht's weiter hier. Welche Maßnahmen, Einschränkungen wurden aufgrund der falschen Daten angeordnet? Keine, denn wir beurteilen die Lage nicht anhand einzelner Zahlenwerte. Das Gesamtbild ist eindeutig. Ungeimpfte sind extrem häufiger von schweren Erkrankungen betroffen als Geimpfte. Das führt zur Überlastung des Gesundheitswesens, wenn wir es laufen lassen. Das ist also das, was wir immer wieder hören, was immer wieder gepredigt wird. Inwieweit diese Aussagen dann tatsächlich stimmen, wollen wir uns gleich nochmal ganz genau anschauen. Da wollen wir seine Aussagen mal einen Faktencheck unterziehen. Jetzt schauen wir nochmal, was er weiter gesagt hat. Entschuldigen Sie sich bei den Hamburgern für die entstandene Verunsicherung. Wenn es Verunsicherung gegeben hat, bedauere ich das sehr. Ich versichere den Hamburgerinnen und Hamburgern, dass unsere Empfehlungen sehr gut begründet sind. Dazu berate ich mich regelmäßig mit Experten aus medizinischen und wissenschaftlichen Disziplinen. Hier auch wieder der Verweis auf die ganzen Experten. Er ist natürlich immer sehr gut beraten. So, hier die Impfpflicht hält da vertretbar. Und jetzt hier, kennen Sie Impfverweigerer im persönlichen Umfeld? Wie begegnen Sie denen? Ja, also er kennt welche. Das ist ja schon mal super spannend, wenn er selbst Impfverweigerer in seinem Umfeld hat. Das heißt, sie vertrauen ihm offenbar auch nicht so ganz. Und ja, Herr Tschentscher will diese Leute demnächst zwingen. Insofern, ich meine, gute Freunde können das nicht von ihm sein. Und wenn, ich weiß nicht, wenn ich mit Herrn Tschentscher befreundet wäre,
würde ich da wahrscheinlich auch, ja, so wie er bei mir Impfdruck ausüben möchte, würde ich da auch Druck machen, dass er da mir keinen Druck macht sozusagen. Ne? Ich erkläre dann, warum es unbedingt nötig ist, sich impfen zu lassen, aber man stößt an Grenzen und kann irgendwann nicht mehr argumentieren, wenn klare wissenschaftliche Studien bezweifelt werden. Aber mein Eindruck ist, die Impfbereitschaft ist deutlich gestiegen. So, hier auch wieder klare wissenschaftliche Studien. Herr Tschentscher beruft sich immer auf die Wissenschaft, immer auf die Experten. Herr Tschentscher ist noch nicht geboostert, der wird es aber machen, wenn er an der Reihe ist. Und dann sagt hier die Bild-Zeitung, hoffentlich ist dann genug Impfstoff da. Hier ist für mich wieder ein Indiz, dass diese Bild-Journalisten oder diese Bild-Reporter dann doch ganz schön Corona-gläubig sind. Das ist natürlich, ja, das spielt so ein bisschen drauf an, dass es immer gesagt wird, dass ja immer gesagt wird, ja, die Regierung hat so wenig Impfstoff bestellt, wir kommen mit dem Impfen nicht hinterher, weil kein Impfstoff da ist. Insofern, ob Herr Arndt dann wirklich so richtig kritisch ist, nach so einer Frage wage ich das fast zu bezweifeln. Da ist er zwar kritisch, aber so richtig tiefgehend, ja, wage ich bei solchen Fragen dann doch ein bisschen zu bezweifeln. Und auch, wir gehen gleich nochmal auf den Faktencheck drauf ein, da hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen mehr Nachhaken gewünscht. So, ich möchte nochmal ganz kurz hier auch auf das Wort Impfverweigerer eingehen. Das ist natürlich halt immer so Framing, so von wegen, es wird suggeriert, dass ein Impfverweigerer sowas ist wie ein bockiges Kind, das halt sagt, ja, ich möchte das und das jetzt nicht. Impfgegner sind zumindest die ich kenne, ich kann nur aus meinem eigenen, aus meiner eigenen Perspektive reden, sie sind eigentlich meistens gegen alle anderen Sachen geimpft. Also ich bin auch gegen Pocken, Masern, MMR und damals alles geimpft worden. Insofern bin ich garantiert kein Impfgegner oder Impfverweigerer. Obwohl heute würde ich, nachdem ich da mich sehr ausführlich darüber informiert habe, würde ich da auch anders entscheiden. Aber heute ist man natürlich, wenn man da gegen eine experimentelle, genbasierte Impfung ist, ist man dann natürlich direkt ein Impfgegner, ein Impfverweigerer. Wie gesagt, man könnte das natürlich auch anders framen. Man könnte natürlich auch sagen, hey, die Leute, die sich da anders entscheiden, das sind Freunde der körperlichen Selbstbestimmung oder auch Wissenschaftsfreunde. Wenn wir auch mal diesen Artikel uns anschauen, da lesen wir, dass die Corona-Impfskeptiker sind hochinformiert, gesellschaftlich hochkompetent und wissenschaftlich gebildet. Das hat hier eine MIT-Studie gesagt, also hochrenommiert. Ich habe mir die Studie auch ganz genau angeschaut. Aber wenn man sich das anschaut, dann sagen sie natürlich, ja, die sind super, super schlau, haben ganz, ganz tolle Datenaufbereitung. Aber sie interpretieren die Daten falsch. So, und falsch interpretieren heißt natürlich, sie zweifeln am öffentlichen Narrativ. Und wie gesagt, ich sage immer, wenn man genauer hinschaut, auch wie ich das hier in meinem Video mache oder auch immer bei Telegram oder halt auch in allen Videos generell, dann sieht man halt einfach, dass es da sehr, sehr viele Widersprüche gibt. Und das ist jetzt auch zuletzt hier bei diesen unzuverlässigen Zahlen aufgedeckt worden. Insofern, es gibt da genug Gründe zu zweifeln. Ja, wollen wir dann jetzt mal die Aussagen von Herrn Tschentscher den Faktencheck unterziehen? Wie gesagt, er hat gesagt, er beurteilt die Lage nicht anhand einzelner Zahlenwerte. Dazu wollen wir uns einfach mal die Pressekonferenz vom 16.11. anschauen. Und Hintergrund für diese Überlegung ist ja, dass wir jetzt nicht mehr mit der Inzidenz so umgehen können wie vor einem Jahr, als wir keine Impfung hatten oder noch vor einem halben Jahr, als der Impffortschritt noch sehr, sehr moderat war, sondern wir wissen jetzt, die Inzidenz schlägt nicht so stark durch auf den Krankenstand und damit auf die Zahl der stationären Patienten. Aber gleichwohl, wegen der noch Ungeimpften, hat die Inzidenz Auswirkungen. Und so, also ich sehe da einen klaren Widerspruch. Du kannst ja einfach mal selbst beurteilen, was du dazu sagst. Erst sagt er, die Inzidenz hat keine Auswirkungen, die schlägt sich nicht mehr so stark auf den Krankenstand und damit auf die Zahl der stationierten Patienten durch. Aber dann sagt er, dass wegen den noch Ungeimpften hat die Inzidenz dann doch Auswirkungen. So, also erst steckt es nicht mehr so stark durch, aber weil die Inzidenz
von den Ungeimpften so hoch ist, hat dann diese Inzidenz denn doch Auswirkungen auf die ganzen Krankenhäuser, auf die ganze Auslastung der Intensivstationen. Übrigens hat da die Inzidenz auch nie wirklich auf die Intensivstationen durchgeschlagen. Dazu kann ich halt immer nur hier das Divi-Intensivregister einblenden. Das habe ich ja in meinen ganzen Videos immer wieder angesprochen. Man sieht halt einfach, die Bettenauslastung ist konstant. Das habe ich Herrn Tschentscher auch in der letzten Pressekonferenz gefragt. Siehe dazu auch einfach mein Video hier zu dem PCR- und Bettenbetrug. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und macht eigentlich so einen sehr schönen Rundumschlag, wie wir mit dem Test, wie wir mit den Betten, wie da ja betrogen wird sozusagen. Und nochmal ganz kurz zu der Inzidenz. Da hat ja auch die Ministerpräsidentenkonferenz hat ja im August auch gesagt, dass neben der Inzidenz will man viel mehr auf die Hospitalisierung achten. Man schaut dann natürlich halt, wie bei der Bettenauslastung, schaut man immer nur auf die Corona-Patienten und nicht auf die Gesamtauslastung, weil hier nochmal die Grafik, sehen wir, dass es konstant die gleiche Belegung ist. Mittlerweile gibt es da auch Zahlen zu der Situation auf der Intensivstation aus 2020. Da sieht man eigentlich ganz klar hier an einem Gutachten für das Bundesministerium für Gesundheit, dass in 2020 nur 1,9% der Patientenzeit von Covid-Patienten belegt wurde. Es ist auch durch die Abrechnungsdaten herausgekommen, dass davon nur jeder zweite wegen Corona-Verdacht im Krankenhaus war. Wir wissen das ja, sobald jemand ins Krankenhaus eingeliefert wird, wird er routinemäßig immer auf Corona getestet. Und da halt, wenn du dann halt Autounfall hast, Bein gebrochen hast, gar nicht irgendwie hustest oder irgendwas, du hast dann einen positiven Corona-Test, wirst du gleich als Corona-Fall behandelt. Und hier sagen jetzt, wie gesagt, die Abrechnungsdaten, dass nur jeder zweite wegen tatsächlich Corona-Verdacht im Krankenhaus war und alles andere, irgendwelche Autounfälle oder irgendwas anderes ist. Das heißt also, wenn man sich das Gutachten hier anschaut, die Abrechnungsdaten, dass nur knapp 1% der ganzen Patientenzeit in 2020 mit tatsächlichen Covid-Patienten belegt war. Patientenzeit, nochmal ganz kurz, das ist die Verweildauer, wie lange Patienten insgesamt im Krankenhaus sind. Wenn man dann halt einfach die Patienten mal der Zeit nimmt, dann die Gesamtsumme und davon dann schaut, wie viel Corona-Patienten da waren, dann kommt man, wie gesagt, wenn man sieht, dass nur jeder zweite ein Corona-Verdacht-Fall war, dann kommt man auf knapp 1% der gesamten Patientenzeit in 2020. Insofern sieht das nach einem ganz schlimmen Pandemiejahr in 2020 aus. Wie gesagt, das sind offizielle Zahlen. Schaut euch das unbedingt genau an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hier wieder bei Telegram ist alles verlinkt. Ansonsten hier auch nochmal von den Corona-Toten, also die mit einem positiven Corona-Test, sind laut auch der IGES in 2020 80% an anderen Ursachen gestorben. Schaut da gerne rein, wenn ihr mir das nicht glaubt. Vor diesem Hintergrund haben wir in Hamburg im August gesagt, wir brauchen mehr Sicherheit in so einer Lage, die darin besteht, dass es einfach noch zu viele Ungeimpfte gibt. Nochmal hier, er hat vorher die Inzidenzen, die hohe Inzidenzen bei den Ungeimpften angesprochen, dass die auf den Krankenstand durchschlagen. Und jetzt sagt er, wir brauchen mehr Sicherheit in so einer Lage, die darin besteht, dass es einfach noch so viele Ungeimpfte gibt. Er reitet die ganze Zeit auf die Ungeimpften, auf den Ungeimpften rum. Und wir haben deshalb eine 2G-Regel eingeführt als das erste. Da nochmal. Deshalb hat er eine 2G-Regel eingeführt. Das sagt er explizit, deshalb wegen den Ungeimpften, wegen den hohen Inzidenzen, die nachweislich auf ungenau, einfach auf falschen Zahlen beruhen. Deswegen hat er die 2G-Regel eingeführt. Das erste Bundesland in Deutschland für Bereiche, für Situationen, in denen von einem höheren Infektionsrisiko auszugehen ist. Denn wir wollten von vornherein mehr Sicherheit für diese Bereiche. Und auch das ist dazu gesagt worden, das ist natürlich dann auch ein zusätzlicher Anreiz für die Ungeimpften, die Impfung jetzt durchzuführen. Das waren die beiden Erwägungen.
Er sagte also ganz klar, das waren die beiden Erwägungen für die 2G-Regel. Wir haben zu viele Ungeimpfte, die sich dann auf die Inzidenz auswirken und damit auf die Intensivstation. Und 2G soll ein zusätzlicher Anreiz für Ungeimpfte sein. Für mich ist ja ganz klar, er beruft sich ständig auf diese hohe Zahl der Ungeimpften und hat deswegen die 2G-Regeln eingeführt. Wir halten also fest, im Bildverhör sagt er ganz klar, dass die Lage nicht anhand einzelner Zahlenwerte beurteilt wird. Wenn man sich dann aber die Pressekonferenz anschaut, dann sieht man, dass er die ganze Zeit auf diese hohe Inzidenz bei den Ungeimpften herumreitet und sagt, dass das die beiden Erwägungen waren. Die beiden Erwägungen beziehen sich beide auf die hohe Zahl der Ungeimpften, auf die hohe Inzidenz bei den Ungeimpften. Für mich steht hier also fest, er wird beim Lügen erwischt und lügt hier einfach ganz dreist weiter. Er vertraut einfach darauf, dass die Journalisten hier im Bildverhör da nicht einfach genauer nachhaken, dass sie da einfach nicht genauer reinschauen. Das haben sie auch offenbar nicht gemacht. Auf jeden Fall ist Herr Tschentscher in diesem Bildverhör dann doch nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Ihr könnt mir auch einfach mal in die Kommentare schreiben, was meint ihr? Lügt Herr Tschentscher hier offensichtlich? Ist das so klar, wie ich das denke? Oder kann man das vielleicht irgendwie noch ihm positiv, ihm gut auslegen, sozusagen ihm wohlgesonnen auslegen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Hier dann nochmal eine Stelle in der LPK, in der Pressekonferenz, wo er meiner Meinung nach auch weiter Fake News verbreitet. Es war für mich auch eine Frage der Transparenz, um nicht zu sagen der politischen Ehrlichkeit, darauf hinzuweisen, dass es Ungeimpfte schwer haben werden. Und diese Lage hat sich jetzt überall eingestellt, gerade Bundesländer, die sehr niedrige Impfquoten hatten, die zu wenig Schutzkonzepte hatten, haben jetzt die größten Probleme. Ja, ob die Länder mit den geringsten Impfquoten auch die größten Probleme haben, da gehen wir hier nochmal drauf ein. Da gab es ja einen Bildartikel, auch meiner Meinung nach ganz schöner Propagandaartikel. Bundesländerstatistik belegt bittere Corona-Bilanz. Wo weniger geimpft wird, sterben auch mehr Menschen. Da dann natürlich hier ein Foto aus der Leichenhalle. Wer da genau hinschaut, der sieht, dass das ein Archivfoto ist. Die Hintergründe dazu habe ich hier in diesem Beitrag nochmal ausgeführt. Schaut euch das unbedingt an. Auf jeden Fall schreibt Bild, wer da ein Abo hat. Der sieht da hinter der Bezahlschranke, dass der Artikel mit den Zahlen des Instituts für Statistik der LMU in München, also der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, argumentiert. Die sagt, dass es eine hinreichende Evidenz gäbe, die zeige, dass eine höhere Impfquote zu einer niedrigen Hospitalisierungsrate und zu einer geringeren Belegung der Intensivstation führe und sich dann eben auch auf die Sterbewahrscheinlichkeiten auswirke. Man sagt aber weiter, es gäbe keinen knallharten kausalen Schluss. Das heißt, hier wieder nur Korrelationen sind keine Kausalitäten. Wenn man sich hier auch anschaut, die Harvard-Studie, die ich verlinkt habe, die hat Daten aus 68 Ländern, also viel mehr Daten als bei der LMU, und die sagt genau das Gegenteil. Darauf geht natürlich der Propagandaartikel in der Bild nicht drauf ein, also Springer teilweise dann doch kritisch, aber oft dann machen sie genauso Propaganda wie alle anderen auch. Wir sehen hier wieder, dass Herr Tschentscher Behauptungen aufstellt, die sich nicht kausal belegen lassen, die einfach auf sehr schwammiger Datenbasis beruhen. Also wir sehen seine Aussage, dass die Bundesländer mit geringerer Impfquote auch mehr Probleme haben. Die lässt sich dann vielleicht mit dieser Studie der LMU bestätigen, aber die sagen selbst, das ist nur eine Korrelation. Man hat keine kausalen Schlüsse. Die Harvard-Studie sagt genau das Gegenteil. Insofern meiner Meinung nach wieder ganz klar Fake News. Wenn er das hier sagt, dann müsste er vielleicht auch sagen, es deutet darauf hin oder viel, viel vorsichtiger. Das macht er als Politiker nicht. Er stellt sich einfach hin und haut da ganz klare Behauptungen raus, die sich nicht so belegen lassen. Die Aussage von Herrn Tschentscher, dass Ungeimpfte auch häufiger oder extrem häufiger von schweren Erkrankungen betroffen sind als Geimpfte und zu einer Überlastung des Gesundheitswesens führt,
Die wollen wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Herr Tschentscher war auch beim NDR, da im Interview vom Hamburg Journal. Da wurde er auch auf die Zahlentricks angesprochen. Schauen wir da mal rein. Aber wenn wir Daten berichten, sollten sie eben stimmen. Und deswegen haben wir die Berichterstattung gestoppt, die Veröffentlichung dieser Zahlen gestoppt, als wir erkannt haben, dass das zu weit sozusagen weg ist von dem, was man eigentlich tun kann. Mir ist einfach wichtig, nochmal zu sagen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Hamburg darauf vertrauen können, dass wir unsere Empfehlungen auf einer sehr, sehr guten Datengrundlage entwickelt haben und dass wir uns in Übereinstimmung befinden mit eindeutigen Empfehlungen auch der Wissenschaft. Ja, ja, auch wieder eindeutige Empfehlung der Wissenschaft. Vertraut drauf, dass die Empfehlungen auf einer sehr, sehr guten Datengrundlage entwickelt worden sind. Für mich ist da wieder ein klarer Widerspruch zu erkennen. Erstmal sagt er, die Berichterstattung wegen den falschen Daten gestoppt wurde. Dann betont er aber nochmal, dass die Hamburger darauf vertrauen können, dass der Senat die Empfehlung auf einer sehr, sehr guten Datengrundlage entwickelt hat. Also, seht ihr da auch einen Widerspruch oder sehe nur ich das? Da kann man jetzt natürlich sagen, ach, Hauptsache er befindet sich da in Übereinstimmung mit der Wissenschaft. Das betont er ja immer wieder, auch wenn man sich das anschaut. Hier die Sowjetunion und Nazi-Deutschland und alle totalitäre Systeme, die haben sich natürlich immer wieder auf die Wissenschaft berufen. Bei der Sowjetunion habe ich auch mal gelesen, dass sie ja die meisten Ökonomen angestellt hatten, die dann natürlich immer wieder wissenschaftlich belegt haben, dass der Sozialismus den Kapitalismus wissenschaftlich überlegen ist. Was dabei rausgekommen ist, haben wir dann gesehen, der real existierende Sozialismus ist zusammengebrochen. Da habe ich auch hier sehr viele Videos drüber gemacht über Sozialismus, Kapitalismus. Auf jeden Fall, wir sehen halt immer die Wissenschaft, ja, es gibt einfach auch nicht die Wissenschaft. Wissenschaft ist einfach organisiertes Zweifeln und da könnt ihr euch einfach mal fragen, welchen Wissenschaftler kennt ihr, der öffentlich und auch medienwirksam sich gegen die Impfung ausspricht? Das ist vielleicht Herr Streeck ein bisschen kritisch, aber meiner Meinung nach, Herr Streeck ist auch Pseudo-Opposition. Herr Kekulé zum Beispiel halt auch, der ab und zu mal kritisch ist, der wurde jetzt abgesägt. Dazu hier nochmal ein Artikel. So, jetzt hat Argo Nerd, das ist der bei Twitter, der immer so schöne Memes mit den Widersprüchen der Politiker da erstellt, der hat bei Twitter, dem ist jetzt bei Twitter aufgefallen, dass das Interview hier beim NDR im Hamburg-Journal geschnitten ist. Wollen wir einfach mal reinschauen? So, hört mal genau hier hin. Hier ist das Video gekürzt zwischen das heißt und man wird. Hören wir rein. Eher zu den Ungeimpften gezählt wurden. Das heißt, man wird in so einer komplexen Lage. So, ihr habt es gehört, hier ist es ganz klar geschnitten. Da ist natürlich die Frage, warum schneidet man das da? Hat der Tschentscher sich da so verhaspelt, dass man da an seiner Körpersprache oder daran, dass er so nervös ist, dass man daran sieht, dass er gelogen hat? Oder was ist da los? Hier twittert Tim Röhn auch, dass die Aussage aus redaktionellen Gründen zusammengefasst wurde. Tim Röhn hat da bei der Pressekonferenz bei Herrn Tschentscher nochmal persönlich nachgehakt. Eine weitere Frage des Kollegen der Welt am Sonntag. In dem Interview des NDR mit Ihnen, Herr Tschentscher, vom 20. Dezember ist die Antwort auf die Frage, warum der Zahlenfehler passiert sei, zusammengeschnitten. Geschah dieser Zusammenschnitt auf Wunsch von Ihnen? Also das ist jetzt eine ganz abenteuerliche Idee, aber Frau Burian vom NDR ist da. Ich weiß nicht, was Sie, ob Sie geschnitten haben und was geschnitten wurde. Ich jedenfalls habe dieses Interview als Gast beim NDR gegeben und den Rest weiß ich nicht. Vielleicht ja, können wir das schnell klären. Ja, das Interview ist aus redaktionellen und aus Sendelängengründen zusammengefasst worden. So, und ohne irgendeine Kommunikation, Beteiligung, Rücksprache oder was auch immer hier spekuliert wird mit meiner Person. Ich habe das Interview abends im Hamburg-Journal gesehen und das, was da gesagt wurde, wurde gesagt. So, also aus redaktionellen und Sendelängengründen zusammengefasst worden. Frau Burian ist übrigens diejenige, die hier im Interview diejenige mit der Brille ist. Die war dann bei der Pressekonferenz direkt anwesend, ist dann für meinen Eindruck auch sichtlich stolz nach vorne marschiert und hat das alles zurechtgebogen.
Das ist dann natürlich aus redaktionellen und aus Sendelängengründen geschnitten worden. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Herr Tschentscher, bei dieser wichtigen Aussage kann man das ruhig zurechtschneiden. Er wurde ja auch nicht irgendwie bei irgendwas ertappt. Das hat alles so seine Richtigkeit. Ihr wisst, ich bin einer, der genauer hinschaut. Auch die Pressekonferenz war Dienstag. Da habe ich von Dienstag 16 Uhr bis spät in der Nacht da recherchiert, da das Skript geschrieben, Mittwoch auch den ganzen Tag dran geschrieben. Jetzt ist Donnerstagmittag, dann nehme ich dann alles auf. Und ich habe auch da dann mal überprüft, was sie mit den Sendelängengründen meint. Da ist mir aufgefallen, dass das Interview in voller Länge, wo auch in der Sendung darauf hingewiesen wird, da ist halt diese Frage nach dem Zahlenbetrug ist da rausgelassen worden. Insofern, wir wollen hier einfach mal reinschauen, was da genau rausgelassen wurde. So, hier sehen wir die ganze Sendung des Hamburg-Journals 19.30 Uhr. Wir wollen mal reinhören. Oder eben auch die, bei denen der vollständige Impfschutz jetzt länger zurückliegt. Sie haben im November von 90% Infizierten gesprochen, die ungeimpft sind. Diese Zahlen sind aber jetzt nachweislich viel zu hoch gewesen. So, wir sehen, vollständiger Impfschutz länger zurückgelegt. Und dann kommt die kritische Frage. Dann freue ich mich auf ein hoffentlich ruhiges Weihnachtsfest. Und ich wünsche das natürlich auch allen anderen. Das gesamte Gespräch sehen Sie unter ndr.de/Hamburg. So, wir sollen also das gesamte Gespräch bei NDR Hamburg nachschauen. Dann habe ich da mal reingeschaut. So, wenn man da nach Jahresabschluss-Interview Tschentscher sucht, dann bekommt man drei Ergebnisse. Da haben wir hier einmal das Hamburg-Journal um 18 Uhr. Das ist eine kurze Version, eine ganz kurze Version. Dann um 19.30 Uhr. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Und das soll dann offenbar oder das wird dann das einzige Interview in voller Länge sein hier. Da schauen wir jetzt mal rein. Bei denen der vollständige Impfschutz jetzt länger zurückliegt. Und so, hier haben wir die Stelle, wo der Impfschutz länger zurückliegt. Da hat man noch ein bisschen dran geschnitten. Wir wollen noch mal weiter reinhören. Deswegen, gerade da, wo der Impfstoff knapp ist, hat die Impfkommission gesagt, als erstes diejenigen, die nach 6 Monaten diese Auffrischimpfung am dringendsten benötigen. Und dann werden ja alle anderen auch mit einbezogen. Wir wollen nicht nur über Corona sprechen, sondern haben natürlich... So, und dann ist man durch mit Corona und kommt zu Cum-Ex. Wir sehen also bei so einem Thema, bei so einem wichtigen Thema, wo Herr Tschentscher meiner Meinung nach sehr, sehr offensichtlich gelogen hat, wenn er da beim NDR im Interview ist, dass der NDR da gleich zweimal schneidet, zweimal da ganz komische Merkwürdigkeiten drin hat, dann deutet das für mich entweder darauf hin, dass der NDR Herr Tschentscher möglichst gut dastehen lassen will oder ganz schlimm sogar, dass man Herr Tschentscher und seine Zahlentricks auf jeden Fall nicht auffliegen lassen will. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Hat der NDR, sind das hier einfach nur redaktionelle Gründe, weswegen man das hier geschnitten hat? Oder warum hat man hier so oft geschnitten und irgendwelche Stellen rausgelassen? Für mich ist das sehr, sehr merkwürdig. Und ich habe da auch eine Presseanfrage gestellt, die steht bis heute Donnerstagmittag, 12.49 Uhr, ich schaue hier gerade auf die Uhr, ist sie noch ausstehend. Insofern, falls es da irgendwelche Neuigkeiten geben wird, erfahrt ihr dann natürlich bei Telegram davon. Hier auch nochmal bei dem langen Interview, wo wir gerade reingeschaut haben, da ist der Corona-Teil ca. 5 Minuten lang und Herr Tschentscher beruft sich da ganze 5-mal auf die Wissenschaft. Wie wir auch schon gerade bei den anderen Fällen alle gesehen haben, Herr Tschentscher beruft sich immer auf die Wissenschaft. Dann muss das natürlich alles Hand und Fuß haben, was er hat. Er ist auf jeden Fall nicht irgendwie am Lügen und Betrügen, wie man das sonst von Politikern kennt. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass Herr Tschentscher nach diesen ganzen Widersprüchen wenigstens etwas zurückrudert. Aber nein, weit gefehlt. Bei der Landespressekonferenz, wo ich da anwesend war am 21.12., hat er sogar noch schärfere Regeln verkündet. Dort wurde gesagt, dass Omikron jetzt ganz gefährlich ist und laut der stellvertretenden Bürgermeisterin wird Omikron alles in den Schatten stellen können. Deswegen müssen jetzt mehr Maßnahmen her. Das ist eigentlich genau das, was auch auf der MPK, also auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen wurde. Das hat Herr Tschentscher oder hat man auf der Pressekonferenz in Hamburg schon vorher verkündet. Man kann sich natürlich auch hier fragen, was hat denn diese Ministerpräsidentenkonferenz für eine demokratische Legitimation? Aber wie wir alle wissen, oder wenn man genauer hinschaut,
wie die Kritiker wissen, sind wir hier schon lange nicht mehr in einem Rechtsstaat. Vor allem, wenn man sich mal anschaut mit Herrn Habert, wer denn der Chef des Bundesverfassungsgerichts ist. Ja, auf jeden Fall, was wurde beschlossen? Kontaktbeschränkung für alle auf maximal 10 Personen, also für Geimpfte und Ungeimpfte, weil Omikron ist natürlich eine Escape-Variante und ist ganz gefährlich. Die Clubs, Tanzveranstaltungen, wie es immer so schön heißt, die werden geschlossen. Und zusätzlich gilt in Hamburg, da, wenn ich das richtig sehe, gilt das nur in Hamburg, gilt eine Sperrstunde für Gastronomie ab 23 Uhr. Aber es wird für Silvester eine Ausnahme geben. Das ist auch wieder so einer von diesen vielen Widersprüchen. Wir wissen ja, dass der Virus besonders nachtaktiv ist. Ab 23 Uhr springt er dann über. Da ist natürlich, man argumentiert so, ab 23 Uhr wird es dann feuchtfröhlich. Und das sind dann die Momente, wo dann ganz viel Infektionsgeschehen stattfindet. Aber natürlich passiert das alles nicht an Silvester, weil wir wissen, das Virus ist ganz, ganz schlau und sucht sich auch genau die Zeiten aus. Wenn man denn an krankmachende Viren glaubt, da gleich nochmal mehr zu. Ja, Omikron soll ja auch ganz gefährlich sein. Montgomery, der eigentlich vor Panikmache immer gewarnt hat, das ist der Chef des Weltärztebund, der warnt jetzt, beziehungsweise das hat er am 27.11. gemacht, ist fast schon ein Monat her, der warnt, dass die neue Virusvariante so gefährlich wie Ebola ist. Wir sehen ja auch, Omikron ist so gefährlich, dass der Krankheitsverlauf milder ist, doch die Infektion nicht so leicht zu erkennen ist. Stefan Homburg, der sehr viel schöne kritische Sachen hier immer twittert, der sagt, die durch Varianten gestellten Intelligenztests werden immer leichter. Bei Omikron ist es schon ab IQ 90 zu schaffen. So, wir sehen hier bei Bloomberg, Omikron ist auch so gefährlich, dass in Südafrika, wo Omikron herkommt, dass da die Krankenhausaufenthalte in der Omikron-Welle sogar abstürzen. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist deutlich gesunken und es gibt Anzeichen dafür, dass die Infektionswelle ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Nur 1,7% der infizierten Covid-19-Fälle wurden in der zweiten Woche der vierten Infektionswelle in ein Krankenhaus eingeliefert. Verglichen mit 19% in der gleichen Woche der dritten Delta-Welle, sagt der südafrikanische Gesundheitsminister Joe Falla auf einer Pressekonferenz. Den Namen habe ich da jetzt wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen. Aber wir sehen, es sieht sehr, sehr brenzlig aus. Da sehen wir auch an der Grafik hier, die Steffen Homburg hier gepostet hat. Er sagt halt, aufgrund dieser klinischen und PCR-Daten hätte man gestern alle Beschränkungen aufheben müssen. Abgesehen von den üblichen Horrorprognosen ist auch in der vierten Welle nichts passiert. Die Daten zeigen, warum der Expertenrat seine Unterlagen unter Verschluss hält. Willkür, Ausrufezeichen. Also der Expertenrat, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Der Expertenrat hat jetzt die Maßnahmen, hat er empfohlen, die zu verschärfen. Und wenn man sich aber die Daten anschaut, die Inzidenz ist immer weiter rückläufig. Die Hospitalisierungsinzidenz ist auch immer weiter rückläufig. Und hier auch die Intensivbettenbelegung. Ja, sieht überhaupt nicht auffällig aus, wenn wir sogar sehen, hier Anfang Dezember hatten wir 12% freie Intensivbetten, jetzt haben wir 14% freie Intensivbetten, Covid-19 waren vorher 20%, jetzt 18%, aber ich meine, Omikron, wie wir sehen, ist ganz, ganz gefährlich, da besser Vorsicht als Nachsicht, wie unsere Politiker mal sagen. Der Expertenrat der Bundesregierung warnt in einer Stellungnahme vor der Omikron-Welle. Die aktuell sinkenden Inzidenzen würden von Gesellschaft und Politik als Zeichen der Entspannung wahrgenommen. Doch dieser Eindruck sei nicht gerechtfertigt. Die Omikron-Variante zeichnet sich durch eine hohe Übertragbarkeit aus. Sie unterlaufe zudem einem bestimmten Immunschutz und beziehe auch Genesene und Geimpfte stärker in das Infektionsgeschehen ein. Die Krankheitsschwere könnte nicht beurteilt werden. Erste Studienergebnisse zeigen, dass der Impfschutz gegen die Omikron-Variante rasch nachlässt und auch immune Personen symptomatisch erkranken. Der Expertenrat betont, dass mehrere Studien einen deutlichen verbesserten Impfschutz nach einer Boosterimpfung zeigen, die Impflücke in Deutschland jedoch eine sehr hohe Krankheitslast bedeutet.
Wir sehen also hier unsere sogenannten Experten, die können die Krankheitsschwere nicht beurteilen. Nach Südafrika schauen sie auch offenbar nicht, wie es da in den Krankenhäusern aussieht. Aber sie sind sich sicher, wir müssen impfen, boostern, um vorsichtshalber die Maßnahmen schon mal verschärfen. Omikron ist sogar so aggressiv, dass es auch übertragen wird, wenn die Infizierten keinen Kontakt haben. Hier haben wir zwei Fälle aus Hongkong, aus einem Quarantänehotel oder hier aus Dortmund, Omikron, Mysterium, Virus verbreitet sich ohne infizierten Kontakt. Ja, also wahrscheinlich ist diese Mutante ganz, ganz schlimm und kann vielleicht sogar durch Wände gehen. Hier haben wir auch Herr Drosten nochmal zum Fall Oslo. Der ist ja auch besonders tragisch, wo alle doppelt geimpft waren und die Hälfte Fieber hatten. Aber keiner ist ins Krankenhaus gekommen. Hier sehen wir auch, das RKI hat auch schon am 16. Dezember davor gewarnt, dass die Corona-Zahlen viel zu langsam fallen. Hier haben wir auch nochmal einen ganz aktuellen Artikel aus England. Hier endlich wieder gute Nachrichten, Fragezeichen. Britische Studien belegen mildere Omikron-Verläufe. Wir sehen also an diesen ganzen Artikeln, an den ganzen Fakten, es ist sehr, sehr ernst. Ihr sollt unbedingt alle Panik haben. Lasst euch boostern, wenn ihr nicht einer von diesen bösen Impfgegnern oder Impfverweigerern seid. Und am besten auch zu Hause einschließen. Auf jeden Fall Weihnachten, Silvester. Lasst euch da von Omikron hier die schöne Zeit versauen. Das ist genau das, was unsere Politiker und Experten wollen. Aber mal Spaß beiseite, wenn man sich dieses Narrativ anschaut, dann sieht man einfach, wie gesagt, es stimmt alles von vorne bis hinten nicht. Deswegen will ich euch hier einfach nochmal ermuntern oder ermutigen, euch nochmal mit diesem ganzen Kern dieser ganzen Theorie, der ganzen Virenmärchen da zu beschäftigen. Da kann ich hier auch bei Corona-Fakten dieses Video empfehlen. Da sieht man eigentlich, ja, man hat keine Virenisolate, man hat keine Kontrollexperimente, man hat keine Ansteckungsexperimente. Schaut euch das Video unbedingt mal an, wenn ihr es noch nicht kennt. Ja, wollen wir zurückkommen zur Landespressekonferenz in Hamburg. Da gab es dann in der Fragerunde, gab es dann wieder viele, viele Fragen, wie dann die Regeln ausgelegt worden sind. Viele auch, wir wollen es noch härter haben. Wie sieht's mit Schulschließung aus? Können wir vielleicht die Schulferien verlängern? Das ist das, was ich immer sage. Wie gesagt, die anwesenden Medienvertreter sind da überhaupt nicht kritisch. Offenbar sind sie wahrscheinlich selbst total Corona-gläubig, auch viele stehen dann da immer mit FFP2-Maske. Auch man darf jetzt in Hamburg, darf man, wenn man am Mikrofon spricht, darf man die Maske abnehmen. Das hat neben mir auch nur diese NDR-Frau gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ansonsten haben alle anderen die Maske aufgelassen. Und es muss auch erstmal 50 Minuten vergehen in der Pressekonferenz. Wie gesagt, das ist gerade ein super wichtiges Thema. Es ist offengelegt worden durch diese Anfrage von der FDP, dass in Hamburg die ganzen Grundrechtseinschränkungen für Ungeimpfte auf Grundlage von falschen Zahlen verhängt worden sind. Und da, wie gesagt, alle Medienvertreter fragen einfach nur nach härteren Regeln, wie die Regeln ausgelegt werden, da nachhaken. Das wurde dann erst nach 50 Minuten passiert. Und wer war es wieder? Tim Röhn hat da eine Frage eingereicht und hat bei den Zahlentricks nachgehakt. Davor wurde übrigens überhaupt auch nicht irgendwie auf die Ungeimpften eingegangen. Wir wollen jetzt einfach mal schauen, was Tim Röhn da für eine Frage gestellt hat. Tim Röhn, Welt am Sonntag. Auf Basis welcher konkreter Zahlen aus welcher Behörde behaupteten Sie, Herr Tschentscher, in der EPK am 16. November 90% der Neuinfektionen seien auf Ungeimpfte zurückzuführen? Um welche verschiedenen IT-Systeme handelt es sich konkret? Und in welchem IT-System waren am 16. November welche Zahlen zur ungeimpften und geimpften Inzidenz verfügbar? Ich will hier das nicht ganz zeigen. Schaut gerne selbst rein, wenn euch das interessiert. Herr Tschentscher wiederholt hier einfach nur das von der Datenpanne, das, was er bei Bild schon gesagt hat und auch im Hamburg-Journal. Hier aber ein kurzer Ausschnitt davon bei Minute 56. Und dadurch kam es dann zu nicht mehr, wenn man das so sagen darf, belastbaren Ergebnissen. Wir haben, als das erkannt wurde, dass diese Zahlen nicht mehr belastbar sind, die Veröffentlichung dieser Zahlen unmittelbar eingestellt
Aber am 16.11., wie auch in der Vorwoche, war das der Stand, den wir aus, aus dem offiziellen Corona-Datenbestand der Stadt hatten. Ich will einmal sagen, dass wir sehr sorgfältig arbeiten im Senat und in den Behörden, dass wir eine unglaubliche Fülle an Daten aufbereiten und zur Grundlage unserer Berichterstattung machen. Wir arbeiten sehr gut, aber wir sind nicht unfehlbar. Und an dieser Stelle ist eben recht spät erkannt worden, dass es hier durch das Zusammenwirken dieser Faktoren zu einem nicht belastbaren Ergebnis kommt. Das wird aufgearbeitet. Wichtig scheint mir aber die Botschaft, weil da jetzt Interpretationen in die Welt kommen, die alles andere als der Wahrheit entsprechen. Der Hamburger Senat trifft seine Einschätzung zur Lage nicht aufgrund einzelner Zahlen oder Berechnungen, sondern es ist ein ganz umfassendes Gesamtbild. Und das haben wir hier auch neben diesem einen Punkt in den Pressekonferenzen sehr umfassend dargestellt. Ich will erwähnen, dass wir in den Pressekonferenzen sehr umfassend dargestellt, dass man die Gesamtlage sich anschaut und nicht auf Grundlage von einzelnen Zahlen. Wie gerade nachgewiesen, Herr Tschentscher beruft sich dann nur auf die Zahl der Ungeimpften. Insofern, ja, ich glaube, Herr Tschentscher ist hier wieder im Lügen. Eindeutige wissenschaftliche Studien und Fakten darüber haben, dass Geimpfte sehr viel weniger von Erkrankungen betroffen sind und von der Infektionsgefahr betroffen sind als Ungeimpfte. Und wir haben ein eindeutiges Bild auf den Intensivstationen. Dort wird auf eine andere Art und Weise, nämlich sehr direkt und durch eine überschaubare Zahl an Fällen festgestellt, dass es überwiegend eben doch die Ungeimpften sind, die diese schweren Erkrankungen zeigen. Bei einer Situation, in der Bevölkerung die meisten schon geimpft sind, ist trotzdem der Anteil der Ungeimpften auf den Intensivstationen so groß. Und vor diesem Hintergrund hat der Senat sich in Übereinstimmung mit allem, was wissenschaftliche Expertinnen und Experten sagen, was... Ja, auch wieder in Übereinstimmung mit der Wissenschaft, wie immer, ne? Der Kenntnisstand in Deutschland ist, dazu wirklich überzeugt, dazu entschieden, dringend Impfungen zu empfehlen. Das ist das, was man wirklich nach bestem Wissen und Gewissen in Deutschland empfehlen muss. Und deswegen haben wir dies auch immer wieder hier in der Pressekonferenz gesagt. Und dabei bleibt es. So, danach hat Tim Röhn dann zum NDR nochmal gefragt. Das hatten wir ja gerade schon. So, jetzt kommt meine Frage. Wir erinnern uns, was Herr Tschentscher bei Bild gesagt hat und nochmal in der Pressekonferenz da wiederholt hat. Ungeimpfte sind extrem häufiger von schweren Erkrankungen betroffen als Geimpfte. Das führt zur Überlastung des Gesundheitswesens, wenn wir es laufen lassen. Gut, Sie haben eine Frage. Ja, ich wollte mal nochmal nachhaken mit den Ungeimpften auf der Intensivstation. Da also anschließend an die Frage von Herrn Röhn von der Welt. Und zwar, wenn man sich die Zahlen des RKIs im Wochenbericht anschaut und die mit den Meldedaten vergleicht, dann sieht man, dass aktuell offenbar für mehr als 60% der Hospitalisierung kein Impfstatus vorliegt. Wie wollen Sie also wissen, Herr Tschentscher, bei dieser schwammigen Datenlage, wie viele Ungeimpfte tatsächlich auf den Intensivstationen liegen? So, bevor wir auf die Antwort eingehen, will ich auch noch mal ganz kurz zeigen, was ich hier gemacht habe. Und zwar habe ich mir hier den Wochenbericht, den kennt ihr ja bestimmt, den habe ich mir vom RKI runtergeladen und hier die klinischen Aspekte, das ist von dieser Seite hier auch vom RKI, das sind die Meldezahlen, da habe ich die Tabelle ein bisschen angepasst und habe dann einfach mal errechnet, ihr könnt das hier gerne überprüfen. Ich habe dann errechnet, dass hier bei 65% der hospitalisierten Patienten kein Impfstatus vorliegt. Das habe ich ja auch mit dem subjektiven Studenten besprochen. Ich bin mit Fabio, der halt auch immer auf diese Zahlen hingewiesen hat, bin ich im Austausch. Er hat ja nachgewiesen, dass die Zahlen aus dem Wochenbericht, das ist ja die rote Kurve mit den klinischen Aspekten, also mit den Meldezahlen, dass diese Zahlen immer weiter auseinandergehen. Das heißt, man sieht halt einfach, dass man diese Differenz, das sind die Patienten, wo der Impfstatus unbekannt ist. Das DIVI hat auch den Impfstatus der Patienten vorher nie
abgefragt. Das wird jetzt erst seit Mitte Dezember gemacht. Ich habe noch keine Zahlen gesehen. Mal schauen, wann man dann die Zahlen sehen kann. Und wie gesagt, nach meiner Einschätzung dürfte es genauso aussehen wie in England. Dazu gleich nochmal mehr, dass halt ja der Impfstatus auf den Intensivstationen mit der Impfquote in Deutschland korreliert. Wir sehen also hier auch bei den Hospitalisierungen, dass genauso wie bei den Inzidenzen die Zahlen sehr ungenau sind. Hier wird der unbekannte Status zwar nicht den Ungeimpften zugerechnet, aber mit mehr als 60% unbekannten Impfstatus, also mit mehr als 60% der Leute, die auf den Intensivstationen liegen oder die in den Krankenhäusern liegen, wo man nicht weiß, was sie für einen Impfstatus haben, sollte man auf jeden Fall nicht davon reden, dass da anteilig mehr Ungeimpfte auf den Intensivstationen liegen. Also wie gesagt, die Datenlage ist wieder sehr, sehr schwammig und trotzdem behauptet man immer, es liegen hauptsächlich Ungeimpfte auf den Intensivstationen. Das ist definitiv hier nicht mit den Zahlen, Daten, Fakten zu belegen. So, wollen wir mal in die Antwort reinschauen? Zu sagen, weil es wichtig ist, hier einmal die fachlichen Zusammenhänge vom Anfang bis zum Ende richtig zu erwähnen. Ja, auch nochmal, ich habe Herrn Tschentscher gefragt, wer antwortet? Die Gesundheitssenatorin Frau Leonhard. Naja. Wenn auf der Intensivstation jemand mit Impfstatus unbekannt oder nicht nachgewiesener Impfstatus liegt, dann heißt das, er konnte seinen Impfstatus nicht nachweisen in aller Regel. Das lässt oft darauf schließen, dass keiner oder kein vollständiger Impfstatus vorhanden ist. Wenn aber, selbst wenn wir davon ausgehen, dass alle Menschen, die einen nicht nachweisbaren Impfstatus haben, vielleicht doch irgendwie geimpft worden sind und das nur nicht nachweisen können, dann bleibt die Grundgesamtheit der Ungeimpften trotzdem die größt Betroffene in dieser Pandemie. Da beißt die Maus keinen Faden ab, weil inzwischen ja bundesweit 70% aller Menschen eine Impfung erhalten haben. Impfstatus nicht nachweisbar heißt also, jemand konnte seinen Impfstatus nicht unmittelbar nachweisen. So, ich finde es auch spannend, wie sie sich da so ans Kinn fasst, dass sieht so ein bisschen unsicher aus, das ist meine Interpretation. Auf jeden Fall wollen wir uns mal anschauen, was Frau Leonhard hier da für Behauptungen aufgestellt hat, ob das auch stimmt, wie wir auch gerade schon bei der MIT-Studie gesehen haben. Die Impfgegner, die Corona-Leugner, wie sie immer genannt werden, die schauen sich ganz genau die Zahlen, Daten, Fakten an und glauben nichts und überprüfen alles. Frau Leonhard hat gesagt, selbst dann, wenn alle, für die kein Status vorliegt, geimpft sein sollten, dann bleiben die Ungeimpften die meist Betroffenen in dieser Pandemie. So, dazu habe ich hier meine Excel-Tabelle mal ein bisschen erweitert, habe hier geschaut. Hier hatte man die Zahlen aus der Meldewoche, habe ich hier aus dem Wochenbericht entnommen. Davon wusste man ganz genau, wer geimpft sind. Das sind die Ungeimpften. Das heißt, wir haben jetzt hier 33.000 insgesamt. Das heißt also, wir haben hier nach der Rechnung von Frau Leonhard die Geimpften, die bekannt sind, und die Unbekannten, das sind ja knapp 27.000. Danach wären das 80% Geimpfte und 20% ungeimpft. Sie hat gerade selbst gesagt, wir haben in der Bevölkerung 70% geimpft. Also das heißt hier, dass was Frau Leonhard behauptet, dass wenn man die Ungeimpften den Geimpften zugeordnet, dass dann die Ungeimpften trotzdem weiterhin die meist Betroffenen sind. Das wird hier überhaupt nicht dargestellt. Sogar auch wenn man so rechnet wie sie, hat man sogar mehr Geimpfte als Ungeimpfte auf den Intensivstationen. Also Frau Leonhard, vielleicht können Sie mal ein bisschen besser recherchieren und halt auch Ihre Aussagen ein bisschen besser belegen in Zukunft. So, da habe ich dann nochmal nachgehakt direkt im Anschluss. In England ist es jetzt aber so, dass in England die Zahlen schon länger sehr genau erhoben werden, dass man da genau weiß, wer da auf der Intensivstation liegt, wie da der Impfstatus ist. Wenn man sich das anschaut, dann korreliert vor allem bei den über 60-Jährigen der Impfstatus genau mit den Hospitalisierungen. Ja, okay, da hatte ich mich ein bisschen verhaspelt, nicht ganz so genau ausgedrückt, aber ich glaube, es wird klar, was ich meine. Sie müssten vielleicht etwas genauer werden. Der Impfstatus korreliert mit den Hospitalisierungen. Welcher Status? Also geimpft sieht, oder ungeimpft?
der Geimpften und der Ungeimpften. Wenn man sieht, dass irgendwie so 80% der über 60-Jährigen geimpft sind, hat man auch genau dieses Verhältnis auf den Intensivstationen. Das sind die offiziellen Zahlen aus England. Da müssten Sie die englischen Gesundheitsbehörden zu befragen. So, hier auch nochmal. Vorher hat man immer auf die brenzliche Situation in England, vor allem in London, verwiesen. Und jetzt bügelt man mich da ab. Da müssen Sie da den englischen Gesundheitsbehörden fragen. So, Frau Leonhard, Sie sind die Expertin. Sollten Sie das eigentlich wissen? Sie haben doch auch wahrscheinlich, man hat da ganz viele Berater und ich hier als kleiner YouTuber, der hier alles selbst recherchiert, der kennt die Zahlen besser als die Politiker. Am 9.12. hatte ich mir hier mal die Zahlen aus England ein bisschen genauer angeschaut. Ihr könnt das auch gerne tagesaktuell machen. Wie gesagt, hier Drosten hat schon klar gesagt, es ist keine Pandemie der Ungeimpften. Der Lancet hat auch, hatte ich ja gerade schon mal gezeigt, diesen Artikel hat dem Narrativ widersprochen. Und in England, wo man dann genauer hinschaut, da habe ich dann gesehen, dass in der Woche 44 bis 47 waren in der Altersgruppe über 60, 88,5% der Corona-Fälle, 78,5% der Corona-Patienten auf Intensivstationen und 81,2% der Corona-Toten geimpft. So, das habe ich selbst berechnet, probiert das gerne mal nachzuvollziehen. Ich konzentriere mich hier auf die Altersgruppe über 60, weil, wenn man sich die Statistiken anschaut, ist das die Altersgruppe, die am meisten von Corona da betroffen ist. Für die Statistiken kann ich auch auf diese Seite hier verweisen, Corona Reframed. Da sind ganz viele Statistiken, alle mit seriösen Quellen verlinkt. Hier sehen wir hier der Altersmedian an Covid-Verstorbenen, ist 83 Jahre alt, die Lebenserwartung offiziell laut die Statistika, also laut dem statistischen Bundesamt 81 Jahre alt und wir sehen, wie gesagt, ich konzentriere mich auf die über 60-Jährigen. Da sehen wir auch, hier Covid-Todesfälle sind hauptsächlich alles welche, die über 60 sind. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man sich dann mal mit den Corona-Gläubigen unterhält und sagt, so und so ist das, die googeln da mal ganz kurz, kommen dann immer auf diese Seiten von den Faktencheckern. Da gibt es hier das schöne Meme, mal schauen, was der Faktenchecker sagt. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, die Regierung wäre korrupt. Da haben wir auch hier wieder Korrektiv, übrigens von George Soros finanziert. Habe ich, glaube ich, die letzten Male auch mal ausgeführt. Nein, es gibt nicht erst seit Mitte Dezember Daten zum Impfstatus von Covid-19-Intensivpatienten. Mehr als 90% der Corona-Intensivpatienten ungeimpft und dann wird ja darauf hingewiesen, der Impfstatus der Intensivpatienten wird nun erst erfasst und die beziehen sich hier auf das RKI. Die sagen, dass für 84% aller Covid-Fälle und 66% aller hospitalisierten Covid-19-Patienten Angaben zum Impfstatus übermittelt worden sind. Darauf berufen die sich hier auf den Wochenbericht. Das haben sie hier oben her. Ja, und ich kann nur sagen, ich meine, klar, hier das RKI zeigt hier diese Grafiken, die alle ganz, ganz schlimm aussehen, die wird man in den Medien sehen. Ich kann diese aber nicht nachvollziehen. Wie gesagt, wenn ich hingehe mit den klinischen Aspekten, das abgleiche, dann sehe ich da eine große Differenz, wie auch der subjektive Student, da Fabio danach gewiesen hat, geht die Differenz zwischen den Meldedaten und das, was im Wochenbericht steht, immer weiter auseinander. Insofern halte ich hier das, was das RKI sagt, nicht für valide. Auch, wie gesagt, Drosten sagt was anderes, die Zahlen aus England sagen was anderes. Auf jeden Fall, Fakt ist, es ist mit den Zahlen ein ganz schönes Wirrwarr und es ist alles nicht so klar, wie man es behauptet. Auf jeden Fall hier nochmal der Verweis auf mein letztes Video von der Pressekonferenz da im Juni bei Herrn Tschentscher. Da habe ich dann ganz genau nachgewiesen, wie bei den Intensivbetten betrogen wird, wie bei dem PCR-Test alles zurechtgebogen wird. Schaut euch da gerne mein Video an, das blende ich hier nochmal ein. So, jetzt sagt Herr Tschentscher nochmal was im Anschluss zur Gesundheitssenatorin. Es gibt eindeutige Studien, und das sagen alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich damit befassen, dass die Impfung schützt, vor allem vor schweren Erkrankungen. Da gibt es überhaupt keine andere Datengrundlage. Und diese wichtigste Information ist die Grundlage für die Empfehlung des Senats, übrigens aller anderen Landesregierungen und des Bundes, dass diese Impfungen dringend empfohlen werden und dass sie auch dringend erforderlich sind, damit wir einen Ausweg aus der Pandemie finden.
So, hier auch nochmal, zweifeln Sie nicht an meinen Aussagen, schauen Sie sich nicht die Fakten genauer an, sondern verlassen Sie sich auf meine anekdotische Evidenz, weil das sagen ja auch alle Wissenschaftler. Und was auch immer, liebe Bürgerinnen und Bürger in Hamburg, sonst so gehört oder gesagt oder geschrieben wird, vertrauen Sie darauf, die Impfung schützt und wir müssen eine hohe Impfquote erreichen, wenn wir einen Ausweg aus der Pandemie finden wollen. So, hier dürfte ich jetzt noch eine Frage zur Impfung stellen und dann nochmal nachhaken. Noch eine Nachfrage? So, und zwar, Sie haben jetzt gerade gesagt, die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf. Wenn ich mir da die offizielle BioNTech-Studie anschaue, da hat die Impfung nach 6 Monaten eine absolute Risikominimierung für einen schweren Verlauf von nur 0,1%. Und wenn man sich dann die Studie anschaut, da steht da noch drin, dass in der Gruppe der Geimpften sind sogar mehr Menschen gestorben als in der Gruppe der Ungeimpften. Insofern, auf welche Studien berufen Sie sich da? Wir sind jetzt nicht in einem Seminar um eine Paper-Diskussion. So, das hat er auch schon letztens immer gesagt, hier, wir sind jetzt nicht in einem Seminar, um eine Paper-Diskussion zu führen, wieder das typische Abbügeln. Aber Sie können sehr gerne sich an die Experten wenden, die wir zum Beispiel auch in Hamburg an. Sprechen Sie mit Frau Professor Addo, mit der wir regelmäßig in Kontakt sind. Sprechen Sie mit den Intensivmedizinerinnen und Intensivmedizinern, die jeden Tag mit ihren eigenen Patientinnen und Patienten zu tun haben. Und es gibt überhaupt keinen Anlass daran zu zweifeln, dass die Impfung schützt. Sie schützt insbesondere vor schweren Erkrankungen. Die gesamte Krankheitslast wird geringer, wenn wir eine hohe Impfquote erreichen. Und ich sage noch einmal, dass wir so gut bisher durch die Pandemie gekommen sind, dass wir in den letzten Wochen und Monaten nicht eine Überlastung der Intensivstationen hatten, liegt daran, dass unsere Impfquote mittlerweile so gut ist, wie sie ist. Und dass es nicht so ist wie in Sachsen und in Bayern, wo eine niedrige Impfquote auf eine hohe Infektionszahl trifft und deswegen die Intensivstationen so überlastet haben. So, hier wieder alles, wo ich gerade schon drauf eingegangen bin. Wie gesagt, nur wegen der heiligen Impfung laufen die Intensivstationen nicht offen. Wie gesagt, schaut euch da mein Video dazu an. Das Angebot mit Frau Addo werde ich auch gerne annehmen. Frau Addo hatte ich noch nicht angefragt. Das ist jetzt ja sozusagen eine offizielle Einladung. Den Virologen Schmidt-Schanerseth, den hatte ich schon mal angefragt. Der hatte natürlich keine Zeit, aber gibt allen anderen ein Interview. Nur mir nicht. Vielleicht werden meine Fragen dann zu kritisch sein. Aber mal schauen, was Frau Addo so sagt. Ja, zu dem Heiligen Pieks habe ich hier mal in einem Telegram-Post, in einem Telegram-Beitrag alles Wichtige zusammengefasst. Das, was ich da gerade gefragt habe, kommt hier alles aus der Studie von BioNTech, die Studie zur Sicherheit und Effizienz. Die läuft übrigens bis Mai 2023. Ihr könnt euch auch mal anschauen, was der Bayer-Chef dazu sagt. Er nennt das eine experimentelle. Was das genau ist, darf ich ja nicht sagen, sonst wird es bei YouTube gesperrt. Und wie gesagt, wenn man sich die Studie genau anschaut, hat man da eine absolute Risikominimierung für einen schweren Verlauf von knapp 0,1%. Hier erklärt nochmal, habe ich verlinkt, was die absolute Risikominimierung ist im Vergleich zu der relativen Risikominimierung, worauf man sich immer beruft. Da kommen ja immer diese Zahlen mit 95% Wirksamkeit oder jetzt sind es, glaube ich, nur irgendwie 60% Wirksamkeit. Und was auch ganz wichtig ist, wie schon hier gesagt, es sind mehr Leute in der geimpften Gruppe gestorben als in der Placebo-Gruppe. In Deutschland haben wir sogar mehr Leute, die in der Gruppe der Geimpften positiv getestet wurden als in der Placebo-Gruppe. Das heißt, in Deutschland haben wir sogar eine Effizienz von -104%. Und wenn man sich das anschaut, gibt es laut BioNTech auch keine Genotoxizitäts- oder Karzinogenitätsstudien. Schwierige Wörter, schaut euch genau an, was es ist, habe ich alles verlinkt. Ja, auch dass die Impfung vor einer Infektion oder einen schweren Verlauf schützt, das hat auch das Paul-Ehrlich-Institut immer auf seiner Seite da revidiert. Man hat nur da so eine Floskel stehen. Das könnt ihr alles genau nachschauen, wenn ihr hier den Link anklickt. Stefan Homburg hat das alles schön verlinkt. Hatte ich auch alles schon bei Telegram gepostet.
Ja, ich frage mich da immer nur, wann denn mehr Geimpfte da merken, dass sie da mit dem Heiligen Pieks in einer Abo-Falle getappt sind, wo sich eigentlich jetzt immer mehr Versprechen als ja leer da herausstellen. Wir schauen auch einfach mal hier eine schöne Übersicht hier von der Bild-Zeitung. Erst hieß es ja, die Immunität gegen Corona hält wahrscheinlich Jahrzehnte. Mit der Impfung wird das auch ein jahrelanger Schutz sein. Jetzt soll der Impfstatus nach 6 Monaten ablaufen. Der BioNTech-Chef rät auch zu einem Blitzbooster nach 3 Monaten. Jetzt soll der Impfstatus nach 9 Monaten ablaufen. Ermitteln Sie jetzt Ihren Boostertermin, schreibt der Fokus. In Israel, die uns da ein bisschen voraus sind, da verweigern jetzt auch immer mehr Geimpfte den Booster. Deren Begründung, die ähnelt den der Impfgegner. Hier kommt wieder der Begriff der bösen Impfgegner. Tim Röhn hier bei Twitter, die Covid-Impfpflicht soll nun zügig vorangetrieben werden. Das hat der Expertenrat übrigens gesagt. Bei Unsicherheit bezüglich Schutz wegen Omikron, bei Unsicherheit bezüglich genereller Wirkungsdauer, bei Unsicherheit bezüglich eventuell angepassten Impfstoffe, bei bekannten möglichen Schäden, bei unklaren Langzeitfolgen. Unglaublich. Auch spannend, wenn man sieht, dass hier der BioNTech-Chef, die haben übrigens die Adresse an der Goldgrube 12 in Mainz. Und dieser Mann, der hat am 8.12. noch gesagt, dass der Impfstoff laut BioNTech bei 3 Dosen immer noch effektiv gegen Corona, also gegen Omikron wirkt. Und genau 2 Tage später hat er dann wegen Omikron für eine schnelle 4. Impfung geworben. Das heißt, es ist eigentlich genau das, was wir, wer George Orwell 1984 gelesen hat, da gibt es übrigens auch ein schönes Hörbuch, schaut da gerne bei mir bei Telegram vorbei, das habe ich da verlinkt, dass halt die Nachrichten von gestern immer direkt revidiert werden, damit die Leute möglichst verwirrt werden. Meiner Meinung nach hat das auch System. Oder auch hier Herr Wieler, auch wieder hier bei Telegram, wo es alle Infos gibt, der hat gesagt, dass es mit mehr Impfungen auch mehr Mutationen gibt und wir werden noch so lange boostern, bis die Pandemie zu Ende ist. Es werden zukünftig mehr Varianten auftreten. Das ist biologisch sehr plausibel. Und je mehr wir impfen, desto mehr Varianten werden noch auftreten. Also wenn ein solches Virus einer Impfung begegnet, dann muss es gefährlicher werden, weil sonst überlebt es nicht. Also wenn das genau passiert, so ist die Delta-Variante entstanden. Wir werden Impfstoff beschaffen, um diese erfolgreiche Booster-Impfungskampagne in die nächsten Monate hineinzubringen. Und wir werden dann in den Monaten danach mit neuen Impfstoffen, die auf die Omikron-Variante angepasst sind, dieses Werk weiterführen. Wir werden so lange boostern und impfen, bis wir die Pandemie zu Ende gebracht haben. Also wenn ein solches Virus einer Impfung begegnet, dann muss es gefährlicher werden, weil sonst überlebt es nicht. Also an Widersprüchen erkennt man die Unwahrheit am leichtesten. Hier auch mal ganz offiziell, was die UK Health Security Agency sagt. Die sagt, dass Geimpfte wahrscheinlich nie wieder volle Immunität erreichen können. Schaut euch das gerne mal an. Ich finde hier der Artikel, der ist nicht ganz so rund, aber diese Kernaussage, die kann da jeder nachlesen. Und man kann sich natürlich mal fragen, wie unabhängig denn eine Partei sein kann, hier die SPD, die sich von Pfizer, von der Pharma-Lobby sponsern lässt. Hier haben wir eine Aufstellung der Sponsoren des ordentlichen Bundesparteitags der SPD in Berlin. Hier sehen wir Pfizer Deutschland GmbH. Ihr könnt euch auch mal anschauen hier, was in den Verträgen drinsteht, die geleakt worden sind. Hier Pfizer verlangt für die Verträge eine Geheimhaltungsfrist von 10 Jahren. Es steht auch drin, sollten Geimpfte durch eine fehlerhafte Charge erkranken, hat der Käufer keine Möglichkeit, die Dosis nachzuverfolgen und gegebenenfalls weitere Dosen aus dem Verkehr zu ziehen. Und der Verkäufer erkennt an, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffes derzeit nicht bekannt sind und dass der Impfstoff unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind. Dabei sagt man uns ja immer, Langzeitfolgen ist kein Problem. Es wird ja schon ganz lange dran geforscht und wir haben das schon ganz lange gespritzt. Ja, man muss einfach nur recherchieren oder auch hier, schaut euch das Video mal an, da hat ein EU-Abgeordneter, sich empört über die Pharmaverträge, die die EU abgeschlossen hat. So, wollen wir mal weiter in die Pressekonferenz reinschauen?
Marc Elvers, Radio Hamburg, mit einer eher allgemeinen Frage. Wie soll nach der Kommunikation unklarer Inzidenzen von Geimpften und Ungeimpften noch das Vertrauen derjenigen gewonnen werden, die eine Impfung bisher ohnehin abgelehnt haben? Ganz deutlich ist, und das zeigen alle Zahlen und alle Alltagserfahrungen, die wir haben, dass eine Impfung vor einem schweren Krankheitsverlauf gut schützt. Das haben wir uns gerade angeschaut. Die Zahlen sagen was anderes. Ich habe vorhin vorgetragen, wie die Situation im vergangenen Jahr war. 24.12. 179er Inzidenz, aber in den Krankenhäusern höchste Alarmstimmung, weit über 100 Intensivpatienten in Hamburg. Heute eine Inzidenz von 344, also viele Menschen mehr haben sich infiziert, aber viel weniger Menschen sind krank geworden. 56 werden intensivmedizinisch behandelt und ich will noch mal sagen, darunter sind die Patienten, die wir aus Bayern und Sachsen übernommen haben. Die sind darunter. Das heißt, die zählen bei uns in die Statistik und das mag doch jeden ermutigen, sich diesem Thema Impfung noch mal zuzuwenden. Sie hilft, der Nutzen überwiegt ganz deutlich den Impfreaktionen. Ja, dass die Inzidenzen so hoch sind, vielleicht hat das auch einfach damit zu tun, dass wir viel mehr testen und dass das alles nichts mit der Impfung zu tun hat. Das schreibt ja sogar die Taz. Hier steht, hier sind die Neuinfektionen aufgelistet und da ist ein Hinweis. Weil inzwischen deutlich mehr getestet wird, sind die aktuellen Werte nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar. Ja, zu diesen Inzidenzen hatte ich auch schon bei den Pressekonferenzen Anfang des Jahres oder ich glaube letztes Jahr immer wieder was gesagt. Schaut euch das auch gerne an. Wollen wir mal weiter an die Pressekonferenz reinschauen. Da sagt Herr Tschentscher, dass wir jetzt nicht den Lockdown gerade wegen der Impfung haben. Diese Situation haben wir jetzt nicht. Wegen der Impfung. Wir wären in kürzester Zeit in eine ähnliche Lage gekommen, wenn wir den Impfskeptikern gefolgt wären. Und deswegen sage ich, gerade weil wir diese Impfung haben, können wir den Lockdown vermeiden. Und es gibt auch die gemeinsame Überzeugung in Deutschland, dass es uns gelingen wird, diesen Lockdown in dieser Art und Weise, wie wir ihn schon einmal hatten, zu verhindern. Und dazu gehört, dass wir konsequent handeln, dass wir jetzt mit der Verstärkung der Impfaktivitäten sehr, sehr bald einen noch besseren Immunstatus in Deutschland herstellen. Dazu passt dann auch meine Frage ein paar Minuten später. Herr Tschentscher, letztes Jahr im Herbst hat man in Florida, da hat der Gouverneur hat viele kritische Experten einberufen und aufgrund dieser Expertensitzung hat er dann gesagt, wir machen gar keine Maßnahmen, wir lassen alles laufen und es ist nichts passiert. Auch da haben Fauci und Biden haben gesagt, die Zahlen werden durch die Decke gehen. Wie gesagt, es ist nichts passiert. Das hat man auch in anderen Staaten gesehen, wie in Texas, Mississippi oder South Dakota. Warum ist man da nicht hier in Hamburg oder in anderen deutschen Bundesländern ein bisschen mutiger und setzt auf Eigenverantwortung? Ich kann die Corona-Lage in Florida nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass aus den Vereinigten Staaten, aus Chicago, aus New York, dass wir in Europa, in London dramatische Situationen hatten. Und das ist nicht das, was wir für unsere Stadt uns wünschen. So, natürlich weiß er nicht von den Ländern, wo es ganz gut gelaufen ist. Er weiß dann nur auf New York und London. Ja, die Positivbeispiele, die muss man sich nicht anschauen. Da kann ich nur mal sagen, schaut euch gerne mal hier diese Artikel hier an. Das hier ist ein Artikel zu Florida. Hier auch noch ein Artikel zu Florida aus der Welt. Oder hier to South Dakota, America, Sweden. Da wird hier genau ausgeführt, dass South Dakota, dass es da nie Maßnahmen gab. Und North Dakota, was halt direkt da drüber liegt, da gab es Maske, Lockdown und so weiter. Und an den Zahlen sieht man keine Unterschiede. Wie gesagt, in Florida, Texas und so weiter hat man es einfach laufen lassen. Oder ihr könnt euch auch den Fall Tansania anschauen. In Tansania hat der Präsident Magufuli hat da halt den Test damals überprüft. Ich sage nur Stichwort Papaya. Hat dann gesagt, der Test ist total unzuverlässig. Der WHO vertrauen wir nicht. Hat dann alle Maßnahmen aufgehoben oder beziehungsweise hat, glaube ich, auch nie Maßnahmen eingeführt. Und so wurde dann Tansania zum Land der Corona-Leugner. Da wurde dann auch mal prophezeit, dass die Zahlen durch die Decke gehen. Sind sie nicht? Okay, man muss halt fairer halber sagen, man hat dann nie Zahlen veröffentlicht. Aber wenn wir das hier anschauen, hier war ein YouTuber, Martin, war
in Krankenhäusern in Tansania und hat sich da nach den Corona-Patienten erkundigt. Die ARD kann auch nach Sansibar fahren, aber da will man dann nur die leichtsinnigen Urlauber am Strand zeigen. Und wohin sich der Corona-Skeptiker Roger Bittel, das ist ja ein Schweizer, wo er dahin geflüchtet ist. Insofern, das sind unsere öffentlich-rechtlichen Medien. Anstatt mal über die Lage in Tansania zu berichten, ist man da eher am Hetzen über andere. Wir können uns auch hier mal die Lage in Afrika, vor allem in Kenia, im Nachbarland anschauen. Ich war ja selbst, ich habe den Lockdown in Uganda verbracht, war dann Kenia und Uganda, habe da mitgekriegt, was in Kenia und Uganda passiert. Es ist sozusagen ein großes Wunder für alle. Was ich nochmal erwähnen wollte, Herr Tschentscher hat übrigens auch in der Pressekonferenz, während andere gesprochen haben, an seinem Handy herumgespielt. Da habe ich hier ein Foto von gemacht. Ich habe das nicht auf den Bildern gesehen. Wahrscheinlich kann er dann auch mal sehen, welche, also ich habe es nicht auf dem Video der Landespressekonferenz gesehen. Wahrscheinlich kann er dann auch mal sehen, welche Kamera gerade läuft, ob er damit drauf ist oder nicht. Ja, mein Fazit zu diesen ganzen Zahlentricksereien von Herrn Tschentscher und von Herrn Söder ist eigentlich nur das, was Alexander Schosinitzky hier sagt. Der ist hier der Autor dieses Buch hier, The Gulag Archipelago. Das ist eigentlich so das Buch. Dieser Mann hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist, so heißt es zumindest. Wir wissen, sie lügen. Sie wissen, sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Und trotzdem lügen sie weiter. Ich glaube, schöner kann man den ganzen Corona-Wahnsinn nicht zusammenfassen und trotzdem haben wir noch so viele Leute, die daran glauben. Insofern teilt dieses Video fleißig weiter, damit möglichst viele Leute sehen, was hier in Hamburg passiert oder was auch in ganz Deutschland passiert. Das ist alles auf Grundlage von ja sehr schwammigen Zahlen fußt. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.